Herzlich willkommen heute zum zweiten Vortrag der TU for Future-Reihe. Ich nutze hier diesen Start nochmal, um ein paar Sachen anzukündigen und natürlich unseren heutigen Gast vorzustellen. Ich beginne aber damit, mich nochmal kurz vorzustellen. Ich bin Sira Möller, ich koordiniere das Green Office hier an der TU und das Green Office organisiert hier federführend diese Vortragsreihe. Letzte Woche hat ja Carrie moderiert, wir wechseln uns sozusagen ab, also nächste Woche ist er wieder dran und so weiter. Unser heutiger Referent sitzt schon da, Professor Dr. Thomas Dockhorn. Er leitet das Institut für Siedlungswasserwirtschaft und passend dazu geht es im heutigen Vortrag, wie Sie sehen können, um das Thema der Abwassersektor auf dem Weg in die Circular Economy. Professor Dockhorn hat sich natürlich mit seiner Forschung auch ganz viel mit dem Thema Wasser beschäftigt und sich auch darauf spezialisiert. Ich nenne jetzt nur mal so ein paar Themengebiete von mikrobielle elektrochemische Abwasserreinigung über neuartige Sanitärsysteme, über die Industrieabwasserreinigung bis hin zur Trinkwasseraufbereitung und. Da lohnt sich wirklich ein Blick auf die Seite des Instituts, weil die Forschungsthemen sind sehr lang. Und so war es natürlich auch super passend, dass Herr Dockhorn unser Botschafter für das SDG Nummer 6 war, sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen. Vielleicht erlauben Sie mir hier noch einen kleinen Exkurs an dieser Stelle. Ich hoffe, mittlerweile kennen Sie alle die SDGs. Für alle, die das nicht tun, das sind die Ziele für nachhaltige Entwicklung, wurden 2015 von den Vereinten Nationen erstellt. Und wir an der TU haben geschaut, wer beschäftigt sich denn mit den SDGs, wer forscht dazu, wer lehrt dazu und haben pro Ziel, 17 sind es an der Zahl, eine Person gefunden, die uns ein kurzes Interview dazu gegeben hat. Und Herr Dockhorn war eben unser Botschafter für das SDG 6. Wenn Sie das noch nachlesen wollen, das Interview finden Sie noch auf der Seite vom Green Office, die anderen 16 Stück natürlich auch. Anschließend an den Vortrag haben Sie wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen, so wie jedes Mal. Ich erinnere Sie nochmal dran, sich in die Anwesenheitsliste einzutragen, die gebe ich dann gleich rum. Und genau, wünsche Ihnen jetzt einen inspirierenden Vortrag. Bleiben Sie bitte am Ende noch kurz da, da habe ich noch eine wichtige Ankündigung für nächste Woche. So, das haben wir überstanden. Gut, also bleiben Sie da, eine Ankündigung für nächste Woche und jetzt übergebe ich einmal das Wort an Herrn Dockhorn. Jetzt müsste es ohne Rückkopplung hoffentlich funktionieren. Ja, vielen Dank für die freundliche Anmoderation, Frau Möller. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Einen schönen guten Abend allerseits und auch von meiner Seite aus nochmal herzlich willkommen zur Ringvorlesung TU for Future. Das Thema wurde ja schon genannt. Ich habe es bewusst mit einem Fragezeichen versehen, damit wir auch noch ein bisschen Spielraum haben, uns mal die Entwicklung anzuschauen. Eine Agenda habe ich heute nicht mitgebracht, kommen Sie also einfach mit, lassen Sie sich ein auf eine Reise durch die bunte Welt der Siedlungswasserwirtschaft, natürlich nur einige Facetten, die ich ausgewählt habe. Ich werde erstmal das Thema so ein bisschen einordnen in den Kontext auch der Nachhaltigkeitsdiskussion, dessen, was Frau Möller schon angesprochen hat, werde ein paar Grundlagen der Siedlungswasserwirtschaft, der Abwasserreinigung bringen, ein paar Fakten, Daten, Zahlen, damit wir auch ein bisschen Substanz haben fürs Verständnis. Und dann habe ich Ihnen einiges mitgebracht aus dem Repertoire unserer aktuellen Forschung in Richtung Circular Economy, dass wir dann auch da nochmal Einblicke haben, wohin geht die Reise eigentlich. Fangen wir mal an, allgemein Einordnung der Siedlungswasserwirtschaft, was sind die Aufgabe und die Ziele? Also es geht um Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung, also Ver- und Entsorgung, klassische Themen der Daseinsfürsorge. Alles, was mit Wasser in Kommunen zu tun hat, fällt in das Fachgebiet der Siedlungswasserwirtschaft.
Wenn man das nochmal ein bisschen genauer runterbröselt, bei der Wasserversorgung geht es dann um die Trinkwassergewinnung, dann um die Wasseraufbereitung, also wie funktionieren Wasserwerke, Wasserverteilung, also Rohrleitungsnetze, Pumpen, Rohrdurchmesser, sowas dimensionieren wir, so ganz trockene Sachen, auch wenn da Flüssigkeiten durchgehen. Dann entsteht Abwasser, das muss auch wieder abgeleitet werden, also Kanäle müssen verlegt und dimensioniert werden, Pumpstationen gebaut werden, sowas machen wir. Abwasserreinigung ist dann unser Kerngeschäft und dann gibt es auch noch den Klärschlamm, der bei der Abwasserreinigung anfällt und der will auch noch behandelt, verwertet bzw. entsorgt werden. Das ist erstmal so rundherum das, womit wir uns beschäftigen. Klingt irgendwie recht systematisch und klar, alles, was mit Wasser in der Kommune zu tun hat. Ich habe mal ein paar Themen mitgebracht, die so aktuell sind. Die Themen verändern sich natürlich auch im Laufe der Zeit. Also die aktuell sind, ein bisschen gehighlightet, dass wir nicht so viel reinschauen müssen. Also es geht um Ressourcen, es geht um Energie, es geht aber auch um Spurenstoffe, also Arzneimittelrückstände zum Beispiel, es geht um Recycling, Mikrobiologie und Hygiene, ein ganz wichtiges Thema. Wasserwiederverwendung, Mikroplastik ist auch häufig in der öffentlichen Wahrnehmung. Es geht um diverse Anpassungsstrategien, Klimawandel, Demografie, Systemtransformation. Auch damit beschäftigen wir uns, also eine große Palette. Und Sie sehen daran eigentlich schon, es gibt viele Anknüpfungspunkte, die wir haben zu anderen gesellschaftlichen Bereichen. Das heißt, Siedlungswasserwirtschaft ist irgendwie keine Insel, sondern es gibt ganz viele Verbindungen in die anderen Ver- und Entsorgungsbereiche, in das Thema Energie, Ressourcen, Kreislaufführung und so weiter. Und ganz unten steht nochmal Verfahrenstechnik mit Ausrufezeichen. Dahinter steckt überall ganz, ganz viel Verfahrenstechnik. Das ist eigentlich der Kern, mit dem wir uns beschäftigen. Entwicklung von Verfahren, mit dem man das machen kann, was wir machen wollen. Dafür braucht man manchmal auch Modelle, Berechnungen, um Argumente zu erzeugen, eben auch für Entscheidungsträger, um eine Entscheidungsgrundlage erstmal herbeizuführen. Was wäre ohne Siedlungswasserwirtschaft? Also historisch betrachtet ist es eigentlich so, dass wir das, was wir im Mittelalter noch weitestgehend hatten, eben grassierende Seuchen, die eben auf eine mangelnde Abwasserhygiene zurückzuführen waren. Menschen sind krank, scheiden Krankheitserreger mit ihren Fäkalien aus. Wenn die in Trinkwassernähe kommen oder mit anderen Menschen in Berührung, gibt es Infektionsketten. Und als man das erkannt hat, hat man gesagt, wir müssen das Abwasser erstmal raus aus der Stadt bringen, bitte nicht mehr auf die Straße kippen. Man hat also Kanäle gebaut, hat das Wasser in Flüsse geleitet, dann hoffentlich weit entfernt von den Stellen, wo man Trinkwasser gewinnt. Damit hat man schon mal viel gewonnen, aber Sie können sich vorstellen, das war noch nicht alles. Und von den Zeiten sind wir weit entfernt, aber hier noch ein paar aktuelle Bilder. Also auch Eutrophierung ist ein Thema, also wenn zu viele Nährstoffe in Gewässer reinkommen, wenn Abfälle in Gewässer reinkommen, dann entstehen Situationen, die wir alle nicht haben wollen. Gewässer kippen um und sind eben nicht mehr in einem ökologisch stabilen Zustand. Damit haben wir viel zu tun. Die globalen Wasserziele haben eine lange Geschichte. Lang ist natürlich in dem Fall jetzt mal relativ. Ich habe hier gut 20 Jahre mal aufgeführt. Also es fing mit den UN Millennium Development Goals an über Johannesburg. Vorher war noch Rio, ging es dann zu den SDGs, die Frau Möller schon erwähnt hat. Und das ist das, was jetzt nochmal bis Ende dieser Dekade eigentlich Bestand haben soll, festzuschreiben, was sind eigentlich die Entwicklungsziele, die wir haben in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Wir haben uns nicht abgesprochen, Frau Möller und ich, aber ich habe die SDGs auch nochmal mitgebracht. Hier sind die 17 und Sie sehen es hier, das SDG 6, Clean Water and Sanitation. Das ist genau der Kern dessen, womit sich die Siedlungswasserwirtschaft beschäftigt. Das schauen wir uns jetzt mal etwas näher an. Also das Ganze, wenn wir Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgen und wenn wir das Abwasser reinigen, ist das erstmal unheimlich sozial, weil Krankheiten werden vermieden und Wohlstand überhaupt erstmal ermöglicht. Es ist aber auch ökologisch, weil wir den Gewässern und der Umwelt eben die vielen Nährstoffe und die belastenden Komponenten ersparen. Das ist schon mal toll. Wenn man sich aber mal die ökonomische Dimension anschaut, dann hat die WHO mal ausgerechnet, dass in Ländern, wo es eben wenig bis keine Sanitärtechnik gibt, dass die Folgekosten, die entstehen durch Krankheiten und damit einhergehende Verluste, also
die man entgangene Gewinne sozusagen einfährt, in der Größenordnung von 2,5 bis 2,6% des Bruttosozialproduktes liegen und damit im dreistelligen Milliardenbereich. Die Vereinten Nationen haben das dann nochmal in Relation gesetzt zu dem, was vielleicht die Abwassertechnik kosten würde, um das Problem zu beseitigen, und sind zu dem erstaunlichen Ergebnis gekommen: jeder Dollar, der investiert wird in Abwassertechnik, vermeidet 8 Dollar Folgekosten. Das heißt also eine super Ökonomie, die dahinter steckt. Wir haben jahrzehntelang mit dem Mythos vom Kostentreiber Umweltschutz gelebt. Es hieß immer, Umweltschutz kostet Geld. Wenn wir das ersparen, fahren wir günstiger. Das entlarvt es als eine Lüge. Das heißt also, Umweltschutz spart Geld. Damit haben wir eigentlich alle drei Säulen, alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit erfüllt: Ökologie, Ökonomie und Soziales. Das heißt also, wenn wir die Welt mit Trinkwasserversorgung und Abwassertechnik unsere Standards beglücken, dann haben wir perfekt das SDG 6 erfüllt und dann ist alles gut. Und damit sind wir jetzt eigentlich am Ende. Wir haben nachgewiesen, dass wir perfekt das machen, was die SDGs von uns verlangen. Das nehmen Sie so hin oder höre ich Gegenstimmen? Proteste. Gut, Sie entnehmen es meinem Zögern schon, also dem ist noch nicht so. Das ist zwar schon mal ein toller Fortschritt, aber das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Jetzt brauchen wir ein paar Grundlagen. Wir beschäftigen uns erstmal mit der Frage, wie entsteht Abwasser eigentlich, was kommt da zusammen? Und wir tun jetzt mal so, als wenn wir Abwasser produzieren würden und nehmen dazu unterschiedliche Ressourcen, die wir in einen großen Topf schmeißen und umrühren. Wir fangen mal an mit dem Wasser. Also H2O, dann geben wir eine Vielzahl organischer Verbindungen hinzu. Im kommunalen Abwasser sind es Hunderte, wenn nicht Tausende verschiedene, die können wir gar nicht alle einzeln analysieren, also arbeiten wir mit Summenparametern. Und dieser Summenparameter, mit dem wir hier arbeiten, der CSB, da steht für chemischer Sauerstoffbedarf, also wie viel Sauerstoff braucht man, um die gesamte Organik vollständig durchzuoxidieren. Damit erwischt man alle auf einen Streich. Dann haben wir noch die Nährstoffe, hier nur exemplarisch, Pflanzennährstoffe, Stickstoff, Phosphat und Kalium, die auch ins Abwasser kommen. Und dann haben wir noch ein paar oder eine ganze Vielzahl an, ich habe es mal subsumiert, als Problemstoffe. Dahinter verbergen sich zum Beispiel Schwermetalle, aber auch organische Spurenstoffe wie Arzneimittelrückstände oder andere Chemikalien. Aber auch natürlich das Thema Mikrobiologie und Hygiene, also Bakterien und Viren spielen da eine Rolle. So, wenn wir die Produktion von Abwasser jetzt mal aus der Perspektive der Ressourcen betrachten, dann haben wir ganz interessante Phänomene. Das Wasser als Ressource wird verunreinigt, und zwar unabhängig, was ich zum H2O dazugebe. Jede Verunreinigung schränkt die weiteren Nutzungsmöglichkeiten ein. Also Beispiel, wenn Sie Halbleiter produzieren wollen, brauchen Sie hochreines Wasser, H2O. Wenn Sie Pharmaprodukte herstellen wollen, gerade für intravenöse Anwendungen, dann kann da ein bisschen was drin sein, bitte keine Mikrobiologie, aber zum Beispiel Nährsalze oder sowas. Ja, aber das Wasser können Sie dann schon nicht mehr für die Halbleiterproduktion einsetzen. Und so geht es weiter. Je mehr dazu kommt, desto weiter ist die Nutzung eingeschränkt. Also Zugabe von anderen Stoffen unerwünscht. Wenn wir Pflanzennährstoffe oder Organik nehmen, verdünnen wir die auf ein Maß runter, dass eine Wiederverwendung eigentlich technisch, ökonomisch nicht unbedingt leichter wird. Manche Verfahren sind dadurch ausgeschlossen. Und die Problemstoffe werden großflächig verteilt. Also die Produktion von Abwasser ist summa summarum eine suboptimale Vorgehensweise. Und damit Sie nochmal eine Größenordnung, eine Vorstellung der Größenordnung bekommen für eine Massenanteile: das Abwasser sieht ziemlich dreckig, schmuddelig aus, trübe, es riecht nicht gut, also man denkt, da ist viel, viel Schmutz drin, aber es besteht noch zu weit über 99,9% aus Wasser, H2O. Das nächste sind dann die organischen Stoffe, die sind vielleicht noch mit einem Promill drin, also wir reden jetzt hier immer über kommunales Abwasser. Dann die Pflanzennährstoffe, NPK, die sind schon im Bereich 2 bis 3 Zehnerpotenzen niedriger, und die Problemstoffe sind nochmal 3 bis 6 Zehnerpotenzen niedriger. Also ganz, ganz wenig, und dieses ganz, ganz bisschen kann ganz schöne Probleme verursachen. Deswegen sollte man sich überlegen, ob man dieses Gemisch, dieses Gebräu erstmal herstellt.
Kurzer Blick in die Haushalte, wo kommt das Wasser her? Hier sind mal 5 Stoffströme aufgeteilt oder aufgezeichnet. Im Wesentlichen gibt es 3 Herkunftsbereiche, Küche, Bad und Toilette. Das meiste verwenden wir für Waschprozesse, das nennen wir dann Grauwasser, egal ob aus Dusche, vom Geschirrwaschen, Wäschewaschen und so weiter. Das ist alles Grauwasser. Und dann haben wir noch 2 Stoffströme, die besonders sind, nämlich das, was aus der Toilette kommt. Und das, was so, weil es so besonders ist, teilen wir das nochmal auf in 2 Stoffströme, nämlich Gelbwasser, Urin, oder Braunwasser, die Fäzes. Die 3 Stoffströme schauen wir uns nochmal genauer an, die anderen blenden wir aus, aber vielleicht gestatten Sie mir noch einen Hinweis oder eine Frage. Oder erstmal eine Feststellung. Wir schmeißen in Deutschland jedes Jahr etwa 500.000 Tonnen an Toilettenpapier, einem festen Abfallstoff mit einem hohen Brennwert, in die Toilette, um ihn als festen Abfall in der Kläranlage zu entsorgen. Das hat mir bisher noch keiner erklären können, welchen Sinn das macht. So, aber wir konzentrieren uns auf die 3 Stoffströme Grauwasser, Gelbwasser, Braunwasser. Wenn wir die Stoffstromanalyse nach Massenanteilen uns anschauen, stellen wir fest, knapp 98% der Wassermenge sind im Grauwasser. Ich muss jetzt noch kurz dazu sagen, wir haben hier jetzt bei dem Gelb- und Braunwasser kein, beziehungsweise beim Braunwasser ein ganz bisschen Spülwasser dabei in dem Szenario. Ansonsten, wenn man die Toilettenspülung mitrechnen würde, wäre natürlich die Wassermenge größer. Das ist jetzt hier draußen. So, also Feststellung, Grauwasser 98% der Wassermenge, Gelbwasser, die grüne Säule, fast 90% des Stickstoffs. Sehr interessant, das ist der Harnstoff. Dann haben wir noch 50% etwa Kalium und Phosphat, und beim Braunwasser haben wir dann entsprechend Organik, die dominiert, aber auch nochmal die Fraktion Phosphat. Nur mal, dass Sie einfach ein Gespür dafür kriegen, wie so die Verteilung ist. Der Großteil der Inhaltsstoffe, die im Abwasser landet, kommt aus der Toilette. Wenn man diese Inhaltsstoffe, die wir jeder von uns Tag für Tag emittieren, das ist nicht viel, pro Kopf sind das ungefähr 120 Gramm an Organik, das sind 11 Gramm an Stickstoff, 1,8 Gramm an Phosphat und vielleicht 5 Gramm an P, also so ein kleines Häufchen, wenn man das trocknen würde. Aber wenn man das mit der Weltbevölkerung hochrechnet, es sind ja so viele Menschen, und mit den Marktwerten für die Düngeräquivalente verschneidet, dann kommt man schon auf ganz eklatante Summen, wie viel Wert da eigentlich drin steckt. So, und jetzt frage ich Sie, was denken Sie, was würde es kosten, wenn man die Welt flächendeckend mit der Abwassertechnik unseres Standards beglücken würde? Wie hoch wäre die Summe? Größer, gleich, kleiner? Was denken Sie? Kleiner. Okay, also Abwasserreinigung kostet weniger als der Wert der Ressourcen. Gibt es andere Meinungen? Das Hundertfache. Wow, das ist ja mal ein Wort. Okay. Gut, die Auflösung ist, also das Hundertfache ist es nicht, aber viel, viel mehr. Mehr als das Zehnfache. Also bei uns so statistisch 75 Euro pro Einwohner und Jahr. Da steckt also eine Menge Geld global drin. Das ist eine virtuelle Kenngröße, weil so viel Abwassertechnik haben wir auf diesem Globus noch nicht. So, jetzt schauen wir uns ein bisschen genauer das Thema Abwasserreinigung an. Das war erstmal ein Gefühl dafür, jetzt wo steckt eigentlich was drin. Also die Hauptreinigungsziele der kommunalen Abwasserreinigung sind genau diese 3 Komponenten. Organische Verbindung, ich habe jetzt nochmal als 2. Summenparameter C für das Element Kohlenstoff, weil das ist ja in allen organischen Verbindungen enthalten, mit aufgenommen. Und ansonsten Stickstoff und Phosphat. Diese 3 Komponenten, die werden bei der kommunalen Abwasserreinigung zielgerichtet entfernt, bis auf die Einleitgrenzwerte. Alles andere ist erstmal zweitrangig. Danach werden unsere Grenzwerte festgelegt. Wie sieht so eine Anlage aus? Dass jetzt das P an der Stelle rot ist, hat keine Bewandtnis, weil ich die Folie mal gemacht habe, um den Weg des Ps zu zeigen. Wir gucken uns alle Elemente an. Hier oben ist die Kläranlage, vorne der mechanische Teil, dann der biologische. Und im Prinzip sehen wir, wo die Komponenten verbleiben. Also Stickstoff wird erst hier, der kommt als Ammonium hier rein, also NH3, NH4, wird hier nitrifiziert zu NO3, Nitrat. Das muss dann wieder zurückgeführt werden, weil wir für die Reduktion zu N2 Kohlenstoff brauchen. Ich weiß, das ist jetzt alles ein bisschen viel und komprimiert, aber da müssen Sie jetzt mal kurz durch. Und hier wird auch noch die Organik abgebaut und da entsteht CO2.
Nebenbei entsteht eben auch noch jede Menge Klärschlamm, das werden wir gleich nochmal sehen, weil nur ein Teil als CO2 endet. Also Stickstoff und Kohlenstoff gehen hier zu großen Teilen in die Luft. Das ist Ziel der Abwasserreinigung. PO4, Phosphat, können wir nicht in die Luft überführen. Wir können es also nur aus der wässrigen Phase, aus der Lösung in die Festphase bringen, also den Klärschlamm. Das heißt, am Ende des Klärprozesses ganz wenig noch von den drei Komponenten im Ablauf. Da soll ja nicht mehr viel in die Gewässer. Und der Rest geht dann im Grunde genommen in die Schlammbehandlung. Da können wir dann, wenn wir es gut machen, noch Biogas erzeugen. Wenn wir das verbrennen, geht nochmal CO2 und CH4 oder CH4, was verbrannt wird, als CO2 in die Atmosphäre. Und dann, wenn wir nicht verwerten, landwirtschaftliche Verwertung ist ein Auslaufmodell, dann geht es in die Trocknung und Verbrennung, dann geht auch nochmal CO2 und Stickoxid oder N2 raus und das, was in der Asche noch überbleibt, ist P. Also dieses Prinzip, was wir in Kläranlagen haben, ist ein Degradationsprinzip. Alles, was an Ressourcen reingeht, egal ob C, ob N oder P, wird da klein gemacht. Das ist das Ziel. Und da frage ich mich und Sie, ist das nachhaltig oder geht das auch noch anders? Wir haben in der Vergangenheit viel Wert drauf gelegt und viel Aktivität da reingesteckt, diese Probleme, die wir uns mit der Produktion von Abwässern und anderen Abfällen einhandeln, zu lösen. Aber in der Zukunft werden wir vermehrt an Ansätzen arbeiten müssen, die diese Probleme gar nicht entstehen lassen, sondern das Ganze vermeiden. Und da sind wir jetzt auf dem Weg. Vielleicht nochmal ein Gefühl dafür, welche Rolle spielt eigentlich in dem Fall, ist es tatsächlich der Stickstoff, der ja, wie wir gesehen haben, zu fast 90% im Urin steckt. Welche Rolle spielt der als Kosten- und Volumentreiber in der Abwasserreinigung? Da habe ich mal eine Bemessung gemacht für eine normale, standardisierte Abwasserzusammensetzung. Und dann habe ich mal so getan, als wenn man den gesamten Urin in einem Einzugsgebiet einsammeln und rausrechnen könnte. Und das habe ich gemacht und mit der verbleibenden Abwasserzusammensetzung nochmal dimensioniert. Und dann sehen Sie, die Kläranlage schrumpft jetzt plötzlich total zusammen, weil wir gar nicht mehr diese Stufen für die Nährstoffelimination brauchen, weil da gar nicht mehr so viele Nährstoffe drin sind, die eliminiert werden müssen. Das heißt also, das Beckenvolumen reduziert sich um 75%, der Sauerstoffbedarf und damit der Energiebedarf für die Belüftung reduziert sich auf die Hälfte, der Fellmittelbedarf für die Phosphatreduktion reduziert sich um 80%, also drastische Einsparungen, die wir hätten. Das sagt sich natürlich alles so leicht dahin. Die Voraussetzungen, die technischen, haben wir gar nicht. Das sind einfach erstmal Modellrechnungen. Aber damit Sie ein Gefühl dafür kriegen, was sind eigentlich die Dimensionen, in denen wir hier zugange sind. Ja, also das heißt also, 1% oder weniger als 1% des Abwasservolumenstroms ist für mehr als, sagen wir mal, 75% der Kosten verantwortlich. So, jetzt gucken wir uns nochmal die Rolle der drei Komponenten Organik, N und P im System an. Klassisch, also aerober Abbau, Belüftung, heißt Strom wird benötigt. Das, wenn man das umrechnet, ungefähr 0,35 Kilowattstunden Strom pro Kilogramm CSB. Bei einem elektrischen Wirkungsgrad von einem Drittel entspricht das einer Kilowattstunde. Wenn man alternativ zum aeroben Abbau einen anaeroben, also unter Luftabschluss vornimmt, damit Biogas produziert, dieses Biogas verstromt, dann kriegen wir plötzlich 0,9 Kilowattstunden Strom raus, also da stecken 2,7 Kilowattstunden Primärenergie drin. Die Zahl merken Sie sich bitte mal. Jetzt gehen wir noch weiter in die Grundlagenforschung drin. Das waren Untersuchungen in einem DFG-Programm, was wir gemacht haben. Also wirklich extreme Grundlagenforschung, ganz viel Thermodynamik. Das will ich Ihnen jetzt auch gar nicht erklären, sondern einfach nur mal hier eine Zahl abgreifen. 14,5 Megajoule pro Kilogramm CSB. Wenn man das mal in Kilowattstunden umrechnet, dann stecken in der Organik im Grunde genommen 4 Kilowattstunden Energie drin. Das ist die Benchmark. Mehr geht nicht, das ist thermodynamisch drin. Wir haben eben gesehen, 2,7 kriegen wir raus, das ist zwei Drittel, also bei der anaeroben Behandlung zwei Drittel. Das ist schon mal gar nicht so schlecht als Wirkungsgrad, aber vielleicht geht da noch ein bisschen mehr. Also auch die Zahl bitte mal im Hinterkopf behalten. Stickstoff. Was ist die Rolle des Stickstoffs? Wir haben 80% in der Atmosphäre, den bringen wir in Fabriken, um dort Düngemittel zu produzieren.
weil den meisten Stickstoff, den wir brauchen in unserem Wirtschaftssystem, der geht auf den Acker. Dafür brauchen wir viel Energie, 12 Kilowattstunden, um Stickstoff zu fixieren pro Kilo. Es geht als Dünger in die Landwirtschaft, wird mit den Ernteprodukten entzogen, geht als Futtermittel oder direkt Nahrungsmittel irgendwo in die Nahrungskette. Letztendlich landet alles bei uns auf dem Teller und danach, naja, das wissen Sie, es findet den Weg in die Kläranlage. Da brauchen wir auch wieder Energie, summa summarum 15 Kilowattstunden pro Kilogramm N, um diesen Kreislauf zu schließen. Eigentlich perfekt, bloß energetisch vollkommener Schwachsinn. So, gehen wir nochmal weiter. Sie haben sicherlich die Diskussion auch verfolgt bei der Energiewende, Photovoltaik, Windenergie, was machen wir mit dem ganzen Strom in den Dunkelflauten? Ja, wir müssen speichern. Also Elektrolyse von Wasser. Wasserstoff ist super, aber über lange Strecken zu transportieren, für manche Anwendungsfälle schlecht. Also Wasserstoff auf den Stickstoff bringen, Ammoniak produzieren, sind übrigens auch Ansätze, die die Düngemittelindustrie verfolgt, auf diese Art und Weise zukünftig Düngemittel zu produzieren. Die Energiedichte von NH3 sind 6,3 Kilowattstunden auf ein Kilo N bezogen. Um den Ammoniak so herzustellen, wie ich es eben beschrieben habe, braucht man derzeit noch ungefähr das Dreifache, also 18 oder 3 bis 4-fache, 18 bis 23 Kilowattstunden, da sollen es zukünftig mal 10 sein, aber Sie sehen, man muss da viel Energie reinstecken, also 2/3 verpuffen dabei erstmal. Sie haben vielleicht schon eine Ahnung, worauf ich hinaus will. Wir haben ja eben auch schon ganz viel über Stickstoff gesprochen, nämlich im Abwassersektor. Schauen wir mal, 82 Millionen Einwohner in Deutschland mal 11 Gramm pro Einwohner am Tag, macht immerhin 330.000 Tonnen Stickstoff pro Jahr. Das umgerechnet in den Mittelwert hier 20,5 kW entspricht das ungefähr 770 Megawatt Anschlussleistung eines Kraftwerks. Also das Standard-Atomkraftwerk, was ja keiner von uns haben möchte, aber was immer eine plakative Größe ist, hat ungefähr 1000 Megawatt, also 1 Gigawatt. Also das heißt, wir kommen schon ganz schön weit damit. Wir wissen, 90% des Stickstoffs kommen aus dem Urin. Also wie wäre es mal mit einem Ansatz, Zeit für P2Power. Die dritte Ressource, Phosphor, wird bergbaulich gewonnen, ist also endlich. Es gibt 5 Gebiete auf der Welt, allen voran Marokko, Westsahara, wo ungefähr insgesamt zusammen 80%, mindestens 80% der bekannten und förderwürdig eingestuften Reserven liegen. Also eine geopolitisch hochbrisante Ressource, die zudem endlich ist. Das Gesteinsphosphat enthält viel Schwermetalle, auch Uran. Das heißt also, mit Phosphatdüngern kommen auch Schwermetalle und Uran auf die Felder. Man braucht viel Energie bzw. Chemie, um diese Dünger herzustellen aus dem Gesteinsphosphat, und in der Kläranlage wird es wieder entfernt. So what? Also es ist eine Einbahnstraße. Wir bringen Phosphat rein und es endet in der Sackgasse. Ich habe 2005 mal eine Bilanz für Deutschland gemacht, weil ich wissen wollte, wo bleibt das denn alles? Und Sie sehen, alles kommt von außen rein. Das ist klar, weil wir keine eigenen Lagerstätten haben. Es geht in die Landwirtschaft, 90% als Dünger. Da bleibt auch einiges hängen, akkumuliert sich in den Böden, aber wenn man genauer guckt, dann stellt man fest, also das, was reinkommt, abzüglich dessen, was rausgeht, also auch mit Nahrungsmitteln, die wir produzieren, exportieren wir netto ungefähr 180.000 Tonnen pro Jahr, die wir ins System einschleusen und die im System verbleiben. Was passiert damit? Ein Großteil geht in die Abwasserreinigung, ungefähr knapp 50%. Und da wird es in großen Teilen entsorgt. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn wir das recyceln wollen oder wenn wir Peer recyceln wollen, wenn wir Kreisläufe schließen wollen, kommen wir nicht darum herum, an den Abwassersektor ranzugehen. Das ist unsere prädestinierte P-Quelle. Das wollte ich Ihnen damit zeigen. So, wie kommen wir jetzt weiter? Wie geht Siedlungswasserwirtschaft noch nachhaltiger, ressourcenorientierter? Das eine wäre Ansätze über Stoffstromseparation. Damit machen wir jetzt mal nicht weiter. Wir arbeiten seit 20 Jahren daran, diese Ansätze in die großtechnische Umsetzung zu bringen. Da hat sich noch nicht so richtig viel getan. Dafür sind die Systeme einfach zu groß, zu statisch, als dass man sie mal eben so umbauen könnte. Wir suchen also nach kleinen Leuchtturm- und Gelegenheitsfenstern.
Der andere Ansatz wäre, das, was wir haben, nämlich das Gemisch an Abwasser zu nehmen und das, was uns interessiert, die Ressourcen rauszuziehen. Das wäre die eine Möglichkeit, also Nutzung der Ressourcen oder Recycling, Ausschleusung der Ressourcen. Beziehungsweise der andere Weg wäre, das, was uns stört, nämlich die grünen Kugeln, die Problemstoffe, zu eliminieren und dann das Gemisch als Ganzes zu nehmen. So, und dafür schauen wir uns mal ein paar Beispiele an, wie das gehen kann. Das erste wäre energetische Nutzung, also Nutzung der gelben Kugeln. State of the Art haben Sie schon kennengelernt, das ist die Biogaserzeugung. Ich hatte es am Beispiel der Klärschlammbehandlung gezeigt. Das geht aber im Grunde genommen auch für Abwasser, vornehmlich prädestiniert für industrielles Abwasser. Wenn es nämlich eben hohe Konzentrationen an organischen Stoffen enthält, es geht aber auch für Kommunales prinzipiell, bloß die Prozesse brauchen höhere Temperaturen. Bei uns müssten wir über Erwärmung mehr Energie reinstecken, als wir nachher rauskriegen. Also das funktioniert vielleicht in warmen Klimaten, aber nicht so gut bei uns. Hier nochmal was Grundsätzliches zum Unterschied zwischen aerobem Stoffwechsel und anaerobem. Der aerobe liefert viel Energie für die Organismen. Wir machen ja auch aeroben Stoffwechsel. Das heißt, sie haben viel Energie über, um Baustoffwechsel zu betreiben. Nämlich 60% gehen in den Aufbau von Biomasse. Deswegen entsteht so viel Klärschlamm bei der Abwasserreinigung. Wenn wir das anaerob machen, dann produzieren die Bakterien ein energiereiches Endprodukt, nämlich das Methan. Also bleibt weniger für den Baustoffwechsel über. Also es entsteht auch noch weniger Klärschlamm. Win-win-Situation. Höhere Energieausbeute, weniger Klärschlammproduktion. Auch das ist ein Detail, was wir uns bitte nochmal merken. So, erster Projektansatz oder Beispiele für Projektansätze, womit wir uns beschäftigen. Hier oben ganz klassisch, oben links, ganz klassisch, Schlammfaulung auf einer Kläranlage. Der Schlamm besteht aus anorganischen Trockenrückständen, also ATR und organischen Anteilen, OTR. Der geht in die Faulung und dann findet eine Faulung statt und irgendwann sagen die Bakterien, mehr geht nicht, wir hören jetzt auf zu verstoffwechseln, das ist das Ende der Faulgrenze, der technischen Faulgrenze. Wenn wir uns dann den Schlamm anschauen, stellen wir fest, mit der Anorganik hat sich nichts getan, aber die Organik ist nur 50% geschrumpft. Was ist mit den anderen 50%? Können wir die auch noch zu Biogas umsetzen? Da setzen wir mit Verfahren an, zum Beispiel mit dem Verfahren der Thermodruckhydrolyse. Das kann man sich vorstellen wie einen riesigen Dampfkochtopf, wo der Schlamm aufgeheizt wird auf 160 Grad, 6 Bar korrespondierend. Und wenn man das auf Umgebungsdruck entspannt, dann zerreißt es die Zellen, die platzen auf. Und das schafft, wenn man es danach wieder fault, im Grunde genommen nochmal einen Abbau, der im Optimalfall nochmal 50%, also mehr Biogas bringt. Diese Kurven zeigen es hier von einem Projekt im Vergleich. Das heißt, unten die Referenz, der Schlamm ist schon ausgefault, wenn wir den aufschließen, kommt dann nochmal mehr Biogas raus. Also das ist schon mal ein Ansatz, den man wählen kann. Wir machen das für Klärschlämme. Wir haben ein langes Projekt gehabt über 4 Jahre und im Moment ein neues Projekt, wo wir angefangen haben, da geht es um nachwachsende Rohstoffe, also Rapsstroh, wo wir solche Ansätze auch austesten. Wenn Sie sich mal an das Degradationsprinzip erinnern, das ist eine Technik, die wir einfach hinten noch weiter andocken, noch mehr degradieren von der Organik, eben um mehr Energie rauszukriegen. Ein paar andere Vorteile hat das auch noch, aber im Wesentlichen mehr Energieausbeute. Ich hatte Ihnen gezeigt, bei der Anaerobtechnik kriegen wir ungefähr 2/3 der Energie raus, die eigentlich in der Organik drinsteckt. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, vielleicht noch mehr Energie rauszukriegen, nämlich eine sogenannte mikrobielle Brennstoffzelle. Was machen wir? Wir haben eine Anodenkammer mit einer Anode, eine Kathodenkammer mit einer Kathode und die sind voneinander getrennt mit einer Membran, wo nur Kationen durchgehen. Können. Also Kationaustauschermembran nennt man das. So, und dann legen wir eine Spannung an und das wäre dann die mikrobielle Elektrolysezelle. Wir können das auch als Brennstoffzelle betreiben. In dem ersten Fall fließen Elektronen, im zweiten fließen auch Elektronen, aber es entsteht dann eben nicht ein Strom, den wir als Strom quasi aus der Steckdose nutzen könnten, sondern die Elektronen werden dann eben auf Protonen übertragen und dann entsteht zum Beispiel Wasserstoff, das wir als Energieträger nutzen können. Das Gemeine, genau, und das Prinzip ist, dass wir auf der Anode einen Biofilm anzüchten, also Bakterien dort wachsen.
Und die machen das, was alle Bakterien machen, sie zerlegen das Substrat und der Energieträger, an den sie ran wollen, sind die Elektronen. Das Gemeine ist jetzt, dass wir durch diese Anordnung quasi die Elektronen, die die Bakterien freisetzen, auf die Elektrode ableiten. Das heißt, die haben gar nichts davon. Die machen die Arbeit, aber die haben nichts davon. Im Umkehrschluss können sie noch weniger Baustoffwechsel machen. Das heißt, da entsteht noch weniger Klärschlamm. Und unsere energetische Ausbeute ist noch höher. Wir haben das mit zwei Projekten gemacht, über mehrere Jahre. Sie sehen es schon insgesamt über 10 Jahre, die wir daran forschen. Das ist der Prototyp, mit dem wir damals angefangen haben. Das war seinerzeit die größte mikrobielle Brennstoffzelle nach unserem Kenntnisstand. Hier vorne sehen Sie nebeneinander die drei Anodenkammern. Dann hinten quasi das Gleiche nochmal gespiegelt dahinter. Da erahnen Sie die Kathoden und dazwischen die Membran. Hat funktioniert, Sie sehen, die Bakterien, wenn man sie füttert, produzieren Strom. Wenn das Substrat weg ist, hören sie auf. Und das geht bei jedem Füttervorgang so weiter. Im Batchbetrieb, in dem kontinuierlichen Betrieb, produzieren sie kontinuierlich Strom. Wunderbar, funktioniert. Nebenbei gibt es noch Effekte, also Abbau der Organik. Anstatt Energie reinzustecken, kriegt man Energie raus. Wie ich schon sagte, noch geringere Klärschlammproduktion. Und wir haben noch einen interessanten Nebeneffekt, nämlich Ammonium wird, ich zeige es nochmal kurz hier, Kathodenkammer, Kationaustauschermembran, Na4+ ist ein Kation, folgt dem Ladungsgefälle, reichert sich also hier an. Das heißt, wir haben eine Möglichkeit gefunden, dass wir geringe Ammoniumkonzentrationen im Abwasser plötzlich um den Faktor mehrere hundert bis tausend vielleicht aufkonzentrieren können. Also der Produktion, also das, was die Abwasserproduktion eigentlich zunichte macht, diesen Vorteil, dass wir eingangs hohe Stickstoffkonzentrationen haben, den können wir auf diese Art und Weise bei verdünntem Abwasser quasi wieder umkehren. Ist nicht unbedingt der Königsweg, ist aber schon mal ein toller Ansatz. So, und damit haben wir eigentlich eine ganze Menge an Vorteilen. Sie sehen hier oben einmal das Projekt Elektropapier entwickelt oder angezeigt, das wollte ich nochmal kurz erläutern. Wir hatten im ersten Fall hier mit Graphit- und Edelstahlelektronen, Elektroden gearbeitet, also eine wahre Materialschlacht, das hat funktioniert. Wir wollten ja auch erstmal Grundlagen erarbeiten. Und dann war uns völlig klar, das kann man nicht auf den großtechnischen Maßstab hochskalieren, das kann kein Mensch bezahlen. Also haben wir gesagt, wir brauchen günstige, in einer Massenproduktion herstellbare Elektrodenmaterialien. Und da kamen wir mit Projektpartnern auf die Idee, funktionale Papiere zu entwickeln. Wir haben also Spezialpapiere entwickelt, die eine hohe Leitfähigkeit haben, sich im Wasser nicht zersetzen. Das hat auch funktioniert. Ist noch nicht zur Industriereife gekommen, aber wir sind gerade dabei, ein Follow-up-Projekt aufzusetzen. Also das heißt, wir haben auch viel mit innovativen Materialien zu tun, auch dieses Thema Membranentwicklung, da steckt noch ganz viel Forschung und Entwicklungsbedarf drin, da brauchen wir also Partner, die hochspezialisiert in diesen Bereichen sind. So, nächstes Beispiel, Phosphorecycling. Das Prinzip wäre hier Rückgewinnung der roten Kugeln. Ich habe Ihnen mal nochmal das Fließschema aufgemalt, Degradationsprinzip, 3 Stellen eingezeichnet, wo wir prädestiniert Phosphor rausziehen können. Das erste wäre hier direkt aus dem Überschussschlamm. Da steckt viel P drin, weil wir es da gezielt reinbringen. Wir können nach der Faulung, wenn der Faulschlamm entwässert wird, im Zentratwasser der Faulschlammentwässerung ist auch Phosphat enthalten, aber leider nicht so viel, sagen wir mal 20%. Die restlichen 80% bleiben im Schlamm und wenn man dann in die trockene Verbrennung geht, dann bleiben eben diese 80% in der Klärschlammasche. Dadurch, dass da Massenreduktion stattfindet, steigt natürlich die Konzentration. So, lange Rede, kurzer Sinn. Hier können Sie auf Kläranlagen an Punkt 2 sofort ansetzen, Phosphat raus extrahieren. Wenn Sie an Punkt 1 oder Punkt 3 ran wollen, müssen Sie erstmal das Phosphat wieder in die Lösung bringen. Das macht man klassischerweise zum Beispiel mit ganz viel Schwefelsäure. Dann geht das in Lösung, dann muss man die Feststoffe abtrennen, dann muss man den pH-Wert anheben, dann muss man fällen. Also funktioniert, aber es ist super viel Chemieeinsatz. Ja, das ist der Punkt. Damit kriegen Sie aber an Punkt 1 und 3 viel raus. Bei Punkt 2 eben, wie gesagt, habe ich erwähnt, 20%. Ein Verfahren, was man nutzen kann, um das Phosphat, was einmal in Lösung ist, wieder
in eine feste Form zu überführen, weil nur so können wir es abtrennen, ist die sogenannte Fällung, Struvitfällung oder Magnesium-Ammonium-Phosphat-Fällung. Also das heißt, eine ganz einfache Reaktion, ein Ion Magnesium plus ein Mol Ion Ammonium plus ein Mol Phosphat reagieren miteinander und geben das schwerlösliche Salz, was man hier unten als Bodensatz sieht und hier getrocknet Struvit. Magnesium Ammonium Phosphat, wunderbarer Dünger, sehr gut pflanzenverfügbar, funktioniert bestens. Phosphat und Ammonium haben wir im Abwasser, in den Strömen, die wir untersuchen, Magnesium teilweise auch, nicht genug, das müssen wir noch zugeben, und dann macht es bumm und die Reaktion ist da. Klingt irgendwie ganz einfach, aber wir konnten es bisher eigentlich nur an dieser einen Stelle, Nummer 2, einsetzen, wo wir vielleicht im Best Case 20% des Phosphates zurückgewinnen können, und das reicht nicht. Das war aber im Grunde genommen nach 20 Jahren Entwicklung, die in der Community gearbeitet wurde, das einzige Verfahren zum Peer-Recycling in unterschiedlichen Ausprägungen, aber das einzige Grundprinzip, was überhaupt zur technischen Umsetzung gekommen ist, an einigen wenigen Kläranlagen in Deutschland. Die Betreiber sind irgendwie alle frustriert, weil es nicht so richtig funktioniert und sie nicht genug Produkt rausbekommen. Also ist es nicht zukunftsfähig. Es hat sich aber eben auch lange nichts getan, weil es keinen Anreiz gab, Phosphat zu recyceln. Es hieß immer, es ist zu teuer, es gab keine gesetzlichen Vorgaben. Und wir haben schon vor 20 Jahren gesagt, wenn der Gesetzgeber, der muss einen Anreiz schaffen. Entweder eine Prämie, so nach dem EEG-Prinzip, eine Phosphatprämie auszuloben oder eine gesetzliche Vorgabe. So, und die gesetzliche Vorgabe ist gekommen, 2017, da wurde die Klärschlammverordnung novelliert. Und es wurde damit das Gebot des Phosphor-Recyclings mittelfristig, also bis Ende dieser Dekade, eingeführt. Es ist immer noch nicht flächendeckend vorhanden, aber alle Kläranlagen müssen bis Ende dieses Jahres, ein Phosphor-Recycling-Konzept vorlegen. Das ist deren Aufgabe. Und das Bundesforschungsministerium hat es zum Anlass genommen, nochmal ein großes Förderprojekt, eine Bekanntmachung aufzulegen, REFOR, regionales Phosphor Recycling und Management. Da werden bundesweit 7 Verbünde gefördert und einen Verbund davon leiten wir am Institut für Siedlungswasserwirtschaft. Die meisten der Verbünde gehen in Richtung Peer-Rückgewinnung aus der Klärschlammasche, also ganz am Ende der Verwertungskette des Degradationsprinzips, was ich Ihnen gezeigt hatte, weil eben in der Novellierung der Klärschlammverordnung auch noch drin steht, landwirtschaftliche Verwertung des Klärschlamms ist in Zukunft nicht mehr zulässig. Also geht alles in die Verbrennung. Dann muss es eine Monoverbrennung sein und dann hat die Community einen Schluss draus gezogen, okay, also recyceln wir aus der Asche, weil die Struvitschiene nicht die Quoten bringt, die wir brauchen. Als die Bekanntmachung rauskam, haben wir gesagt, das ist ja erstmal super, dass das gefördert wird, aber es kann es nicht sein, nach 20 Jahren Forschung in dem Bereich, die einzigen Anlagen, die stehen, sind Struvitanlagen, die muss man auch optimieren, bevor man diese ganze Schiene jetzt einstampft und sagt, wir gehen den Weg über die Verbrennung, Klärschlammasche. Wir kennen die Verfahren noch gar nicht, wir wissen noch gar nicht, wie die funktionieren und was wir nachher an Produkten rauskriegen. Bei der Struvitschiene wissen wir ziemlich viel. Also haben wir gesagt für unser Projekt PNET, wir tun alles, um diese Struvitschiene zu ertüchtigen und die Struvitschiene zu optimieren. Sie sehen hier mal einen Blick auf die Region zwischen Harz und Heide, so haben wir es genannt. Also auffallend viele Struvitanlagen in unserer Region, in unserem Raum. Und 2 davon, nämlich Braunschweig und Gifhorn, auf denen großtechnische Verfahren schon stehen, sind eben unsere Projektpartner, mit denen wir arbeiten. So sieht zum Beispiel in Braunschweig die Prozesskette aus. Wir haben eine Faulung, dann im Anschluss die Festflüssigtrennung, aus dem Schlammwasser wird Struvit gefällt und im Anschluss, weil da immer noch mehr Ammoniumstickstoff drin ist, als man mit dem Struvit rausgefällt bekommt, gibt es noch ein Stickstoffrecycling in Form einer sogenannten Ammoniakstrippung. Dieses Verfahrensschema für Braunschweig habe ich 2005 vorgeschlagen, das war aus meiner Habilitationsschrift und es gab damals auch ein Zukunftskonzept für
fürs Nährstoffrecycling hier, das war damals gar nicht in der Diskussion, dass es gebaut würde, aber es hat irgendwie so ungefähr gut 15 Jahre gedauert und vor 2 Jahren ist die Anlage in Betrieb gegangen. Also Sie sehen, gut Ding will Weiler haben. Die Abwasserwirtschaft ist groß und träge. Wir brauchen viel Zeit und Geduld, bis Ideen Realität werden können. Wir sind aber mittlerweile ziemlich weit gekommen. Wir haben viel im Technikum gearbeitet. Wir haben nämlich hier einen Ansatz, ich hatte vorhin gesagt, man bringt das Phosphat wieder über Säureaufschluss in Lösung. Wir machen es biologisch. Das heißt, wir haben eine weiche Möglichkeit gefunden, eine weiche Methode, wie wir es biologisch in Lösung bringen. Wir kommen hier auf Rücklösegrade in der Größenordnung 70, manchmal sogar 80%. Damit kommen wir dahin, wo wir hin müssen. Wir haben es hier auf der Kläranlage auch schon im großtechnischen Maßstab händisch ausprobiert und sind jetzt dabei, mit den Projektpartnern zu schauen, wie wir es Fullscale implementieren können. Morgen und übermorgen haben wir dazu wieder ein Projekttreffen und werden die aktuellen Ergebnisse und Entwicklungen besprechen. Aber Sie sehen auch daran, es kann relativ schnell gehen, wenn der Gesetzgeber eben die entsprechenden Rand- und Rahmenbedingungen schafft. Das Projekt heißt PNET, hatte ich schon gesagt. Wenn Sie mehr Informationen wollen, hier ist die Website. Wir haben eben schon was zur Stoffstrombehandlung gehört. Wir haben auch noch was zu Produkten und Märkten, Akteuren und so weiter. Also das heißt, es geht auch um Marketing und solche Aspekte. Und es gibt auch über alle 7 REFOR-Verbünde eben Querschnittsthemen, wo nochmal geschaut wird, wie sieht es denn vergleichen mit den unterschiedlichen Verfahren aus, Nachhaltigkeitsanalyse, ökonomische Bewertung, Qualitätsanforderungen der Rezyklate, rechtliche Rahmen- und Randbedingungen und so weiter. Auch das ist ein Kriterium dieser Fördermaßnahmen des BMWF, einfach über alle Verbünde immer zu schauen, wo gibt es Querschnittsthemen, wie kann man die Verfahren und Ansätze miteinander vergleichen. Eine sehr sinnvolle Vorgehensweise, wie ich finde. Das ist eines der Ergebnisse im Bereich Produkte und Märkte. Es gab einen Markenfindungsprozess, Cristallo soll das Produkt heißen, was unser Projektpartner Sopenberg, also ein Sekundärrohstoffhändler, der sich auf Struvit unter anderem spezialisiert hat, vermarktet. Und die Erprobung der Markenstrategie ist jetzt im vollen Gange. So sieht das Ganze zumindest erstmal optisch aus. So, das dritte Beispiel, was ich Ihnen mitgebracht habe, ist das Thema Wasserwiederverwendung. Da wollen wir, wenn es um landwirtschaftliche Wasserwiederverwendung geht, natürlich das H2O als Bewässerungswasser haben und die Pflanzen die Nährstoffe, NPK. Also, was stört uns? Die gelben Kugeln, Organik brauchen wir da nicht, das ist nicht so gut für die Pflanzen, zu viel, das ist Konkurrenz. Und natürlich die grünen Kugeln, die Problemstoffe, die wollen wir schon gar nicht, weil die würden unsere Produktqualitäten nachher einschränken. Auch hierzu haben wir langjährige Erfahrungen in Verbundprojekten, 2 hintereinander weg. Sie sehen es ja an einem Zeitstrahl. Insgesamt sind wir da schon gut 10 Jahre mit zugange. Auch bei diesen Verbundprojekten haben wir die Projektleitung. Und HypoWave steht im Prinzip für den Einsatz hydroponischer Systeme zur ressourceneffizienten landwirtschaftlichen Wasserwiederverwendung. Was ist Hydroponie erstmal? Also normalerweise wachsen ja Pflanzen im Boden, unsere Pflanzen oder in hydroponischen Systemen, die gibt es auch woanders, wachsen entweder in Substrat oder bei uns in Röhren, durch die das aufbereitete Wasser, also die Nährlösung, durchfließt. Das heißt, die Wurzel oder die Pflanze kommt nur über die Wurzel mit dem Ganzen in Kontakt. Wir haben in dem ersten Projekt bis 2019 uns eine Pilotierung angeschaut, das System entwickelt, dann weiterentwickelt, dann gab es glücklicherweise eine 2. Ausschreibung und dann sind wir mit einer großtechnischen Implementierung im Vorschlag dafür an den Start gegangen. Und damit sind wir gerade zugange. Sie sehen auch hier wieder eine Reihe an Verbundprojektpartnern, 11 an der Zahl, aus unterschiedlichsten Bereichen bis hin zum Einzelhandel, bis hin zur sozialökonomischen Forschung. Das heißt, solche Themen kann man nicht nur einfach technisch-ökonomisch lösen, sondern sie brauchen wirklich inter- und transdisziplinäre Ansätze. Sie müssen mit Akteuren sprechen, auf unterschiedlichen Ebenen. Sie müssen den rechtlichen Rahmen kennen. Sie müssen die Endabnehmer kennen, Befindlichkeiten hinsichtlich der Produktqualitäten. Wenn Sie das nicht hinkriegen, die Governance, die Akzeptanz, dann scheitern Sie auch mit der besten technischen Lösung. In den meisten Fällen zumindest. Was ist das Grundprinzip? Wir haben ein Multibarrierensystem, ist eigentlich das Grundprinzip der Abwasserwirtschaft. Das haben wir hier in der mehrstufigen Wasseraufbereitung auch. Also jede
Wasseraufbereitungsstufe stellt eine Barriere dar und wir können im Prinzip beliebig viele Barrieren einziehen. Am Ende könnte nur H2O rauskommen, das wollen wir ja gar nicht. Also wäre eine Frage, wie viele Barrieren für welche Komponenten müssen wir einziehen, damit wir nachher Bewässerungswasser einer Qualität bekommen, was uns befähigt, qualitätseinwandfreie Produkte zu erzeugen. Dann gibt es aber noch mehr Barrieren, nämlich im hydroponischen System selber. Das heißt, das System ist gekapselt gegen den Boden. Haben Sie vielleicht auch schon mal in den Medien gelesen, rote Gebiete, also da, wo zu viel Nitrat im Grundwasser ist. Das kann kommen durch Auswaschungen, wenn Sie die Bauern mit Stickstoff düngen und der Stickstoffdünger durch Regen oder Bewässerung ausgewaschen wird, Teil ins Grundwasser. Oder auch nur durch viel Bewässerung, auf jeden Fall, Stickstoff ist mobil und wenn der transportiert wird durch den Wasser in Richtung Boden, dann sickert es ein. Unser hydroponisches System ist gekapselt, da versickert kein Wasser, da verdunstet auch kein Wasser, außer über die Blattoberfläche der Pflanzen. Das heißt, wir haben hier eine Wasserressourceneffizienz im Vergleich zur konventionellen Bewässerung, wo es mit Kanonen übers Land geschossen wird, von je nach Randbedingung Faktor 5, 10 bis sogar 20. Also sehr, sehr wassersparend. Die nächste Barriere ist, die Pflanzen kommen nur über die Wurzeln mit dem Wasser in Berührung. Bei klassischer Feldberegnung wird das Wasser von oben drauf gegeben. Das heißt, wenn da Keime sind, können die auf die Blattoberflächen, auf die Produkte kommen. Und für uns war auch eine Frage, wie viele Keime können eigentlich im Bewässerungswasser toleriert werden, wenn diese Barriere dazwischen ist. Kommt dann da noch was rein? Also unser Ziel war nicht von Anfang an zu sagen, alles muss raus, das geht auch nicht, keimfrei kann man System gar nicht betreiben, keine Pflanze will keimfrei wachsen, es dürfen nur nicht die falschen Bakterien drin sein, so viel muss klar sein. Das heißt, es war auch noch eine Frage, was ist diese Barriere wert? Ziemlich viel. Und die letzte Barriere wäre quasi gegen das Gewässer, jede noch so gute Kläranlage emittiert Nährstoffe ins Gewässer, weil die Grenzwerte nicht null sind, sie können mehr oder minder strikt sein, aber da geht immer hinten was raus. Aber bei unserem System, die Pflanzen sind wahre Nährstoffjunkies, wir haben das System so betrieben, dass wir das Wasser eigentlich erst gewechselt haben, wenn Stickstoff und Phosphat quasi draußen waren. Also auf einem Level, was keine konventionelle biologische Kläranlage hinbekommt. Also auch da quasi noch eine Barriere gegen das Gewässer. Das sind ein paar Impressionen der ersten Pilotierung auf der kleinen Kläranlage Wolfsburg-Hattorf. Hier ist die Kläranlage, da sind unsere Wasseraufbereitungssysteme, hier das Gewächshaus. Und wir haben damals eine ganze Toolbox an unterschiedlichen Aufbereitungsverfahren untersucht, um nämlich rauszukriegen, wie viel brauchen wir denn eigentlich, wie viel Aufbereitungsaufwand, wie viel Energie und Ressourcen müssen wir da reinstecken, um Produkte hoher Qualität zu erzeugen. Und wir haben daraus eben dann die optimale Aufbereitungskette entwickelt, die wir für unser zweites Projekt eingesetzt haben. Wie kam es vom ersten zum zweiten? Wir haben auch Fallstudien durchgeführt, 4 an der Zahl. Und die ganz linke Fallstudie fand im Landkreis Gifhorn statt. Und wir hatten einen Akteursdialog, der uns sehr intensiv begleitet hat. Über die 3 Jahre Stakeholder-Workshops haben wir gemacht und da gab es viele Stakeholder aus dem Landkreis Gifhorn. Landwirte, Wasserbehörde, Wasserverband und. Die haben also 3 Jahre mit uns gelernt und dieses Konzept entwickelt und begleitet. Und wir haben mit ihnen diskutiert. Und dann am Ende des Projektes kamen die Landwirte zu uns und haben gesagt, wir wollen das großtechnisch machen. Da haben wir erstmal gesagt, wieso das denn, wieso? Und sagen alle in der Fachcommunity, Wasser ist kein Problem in Deutschland, wir haben genug davon. Da war aber schon der 2. trockene Sommer da gewesen und die Landwirte haben gesagt, bei uns aber nicht, wir haben kein Bewässerungswasser mehr, wir brauchen Bewässerungswasser, wir brauchen neue Wasserquellen und wir brauchen effizientere Bewässerungsmethoden. Und das war die ideale Win-Win-Situation, die wir vor Ort hatten, um dann die großtechnische Implementierung anzugehen. Der Standort ist die kleine Gemeinde Weißenberge, 500 Einwohner. Hier ist die Feldfläche, die dafür vorgesehen ist. Hier oben ist eine 3-stufige Teichanlage, die müsste in ein paar Jahren erweitert werden, damit sie die zukünftigen Anforderungen einhält. Also auch das würde Geld kosten. Insofern, das könnte man sparen, wenn man hier die Pflanzen eben nutzt, um die Nährstoffe noch weiter rauszuziehen.
Das sind ein paar Impressionen, die Teichanlage und hier der Blick auf die Fläche, wo das Gewächshaus hin soll. Dann gab es anderthalb Jahre Planung. Ein Gewächshausplaner hat geplant. Die Bauern haben gesagt, nach allem, was wir gehört haben, Mindestgröße 1 Hektar unter Glas brauchen wir. Damit drunter soll man gar nicht anfangen, sonst wird es unwirtschaftlich. Und wir planen, das ist hier der Teil vom 1 Hektar, hier oben der Abschnitt, und wir planen gleich schon mal die Erweiterung auf 4 Hektar, also ein richtig großer Trumm. Nur um Ihnen mal eine Vorstellung zu geben, so ein Hektar, 10.000 Quadratmeter, so das Standardfußballfeld, intensive landwirtschaftliche Produktion, da kann man in einem Jahr auf einem Hektar etwa 450 Tonnen an Tomaten ernten. Oder 10.000 Gurken pro Tag. Im Vergleich, wenn Sie Mais anbauen, kennen Sie auch diese Wände 2,5 bis 3 Meter hoch, eigentlich so die ertragreichste Pflanze, die wir haben in der Landwirtschaft, hier in diesem Klimaten, so, wenn es gut läuft, 50, vielleicht manchmal auch 60, 70 Tonnen pro Hektar. Hier 450. Also unglaublich intensive Flächenproduktion. So, dann kam, das ist die großtechnische Wasseraufbereitung, die steht auch schon. Die soll so 1:1 dort eingesetzt werden. In dem Projekt haben wir zeitliche Verzögerungen, weil uns da eben solche Themen wie Energiekrise, Lieferkettenprobleme, Preisexplosionen in die Quere kamen und. Das heißt, wir sind jetzt dabei, mit einer etwas kleineren Variante erstmal an den Start zu gehen, nicht mit einem Hektar, sondern mit 1.500 oder 1.600 Quadratmeter zu starten. Das soll noch in diesem Jahr aufgebaut werden, um damit erstmal Erfahrung zu sammeln und dann, wenn die Märkte sich wieder beruhigt haben und das ökonomisch für die Landwirte wieder planbar ist, eben in die nächste Stufe zu gehen. Aber im Grunde genommen, man sieht, man hat es hier geschafft, innerhalb von ungefähr 10 Jahren von einer Konzeptentwicklung bis zur großtechnischen Implementierung zu kommen. Siedlungswasserwirtschaft am Nexus vieler unterschiedlicher Blickwinkel. Wasser, Energie, Nahrung, Rohstoffe spielt eine Rolle. Biodiversität kann auch noch eine Rolle spielen. Also Sie sehen, es gibt viele Anknüpfungspunkte zu anderen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen. Es gibt viele Implikationen und Wechselwirkungen. Das heißt also, wenn wir uns nochmal die SDGs anschauen, wir haben vorhin eigentlich aus SDG 6 geguckt, wir haben gesehen, Energie spielt eine zentrale Rolle, also Affordable and Clean Energy hat sicherlich viel damit zu tun. Responsible Consumption and Production, ja, kann man hier auch, regionale Nahrungsmittelproduktion, kurze Lieferketten, frisches Obst und Gemüse, würde auch passen. Nachhaltige Städte und Gemeinden ohne nachhaltige Wasserwirtschaft kann ich mir irgendwie nur schwerlich vorstellen. Life below water, auch das, Wasserqualität hat einen Einfluss. Und wenn man das mal so durchgeht, denken Sie nochmal an die Implikationen, was passiert, wenn man keine Abwasserreinigung hat, Rückkopplung auf Bildung, Gesundheit und so weiter. Das heißt also, irgendwie direkt oder indirekt hat dieses zentrale Element Wasser eigentlich Berührungspunkte mit allen SDGs. Wundert eigentlich auch nicht, weil es das zentrale Element des Lebens ist. Damit bin ich am Ende der Ausführung. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf eine spannende, lebhafte Diskussion mit Ihnen. Vielen Dank. Ja, auch von mir an dieser Stelle nochmal vielen Dank für den Vortrag. Sie haben es schon gehört, es gibt jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte einmal ganz deutlich melden, dann komme ich mit dem Mikro gerne zu Ihnen. Ja, vielen Dank für den Vortrag auf jeden Fall. Mich würde interessieren, ob es vielleicht ähnliche Projekte schon international gab oder ob das wirklich so das erste überhaupt ist von der Art und dann auch vielleicht, wie schnell man das international einsetzen könnte, also im Sinne von ja wirklich großwirtschaftlich in großen Unternehmen und im großen Stil dann vielleicht, dass es auch dann nicht nur hier in Norddeutschland bleibt, sondern wirklich
im großen Stil eingesetzt wird und wirklich sich dann auch rentiert und wir dann die Zahlen sehen, die Sie uns dann gezeigt haben. Jetzt muss ich mal fragen, von welchem Projekt Sie sprechen. Ich habe ja mehrere präsentiert. Also, ja, natürlich. Ich habe mich jetzt besonders auf das letzte bezogen, mit, wo das Wasser dann für die Farmprojekte. Okay, ich habe es mir gedacht, aber ich wollte nochmal nachfragen. Gut. Also erstmal gibt es da ziemlich viel Potenzial, weil diese hydroponischen Systeme natürlich sich zunehmender Beliebtheit erfreuen. Wir kennen es eigentlich seit Jahren und Jahrzehnten, dass wir auch im Winter mit Gurken, Tomaten, Paprika und so weiter versorgt werden, zum Teil auch aus Südspanien, aber viel eben auch aus Niederlanden und Belgien. Dort hat man seit vielen Jahren schon eben hydroponische Systeme, nicht auf Basis von aufbereitetem Abwasser als Bewässerungswasser und Nährstoffquelle. Das ist jetzt tatsächlich mal neu hier in Deutschland und auch in Nordeuropa, sage ich mal. Bis vor einiger Zeit dachten wir auch, es wäre ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Es gibt zwar viele Wasserwiederverwendungsprojekte weltweit, man stellt aber meistens fest, es wird ungereinigtes Abwasser dafür verwendet. Und das ist ja nicht unbedingt das, was uns vorschwebt. Also das heißt, solche Systeme gibt es schon, weil die eben auch, ich habe ja gezeigt oder erklärt, wie effizient die eigentlich sind. Und das ist auch eine Alternative zur regionalen Lebensmittelproduktion ist. Das heißt also, das merken wir schon, dass es in Deutschland einen Bedarf an diesen Konzepten gibt. Inwiefern sich das dann durchsetzen wird oder auch verbreiten wird, dass man dann eben auch aufbereitetes Abwasser oder auf Abwasserbasis das Ganze macht, das wird sich zeigen. Das wird auch viel mit dem rechtlichen Rahmen zu tun haben. Wir sind jetzt noch dabei, eigentlich schon hinterher die neue EU-Richtlinie zur Wasserwiederverwendung umzusetzen. Die sollte eigentlich im Juni dieses Jahres schon in nationales Recht umgesetzt sein. Das hat Deutschland nicht geschafft. Wir ringen im Moment noch um die Frage, wo kommt die Messlatte hin? Und es gibt nicht wenige und nicht leise Stimmen, die sagen, die muss also weit über das hinaus, was die EU möchte. Und vieles sollte eigentlich am besten verboten werden, weil wir so viel doch noch nicht wissen. So, das ist also im Moment eine ziemlich zähe Diskussion. Wir werden sehen, wohin die Reise geht. Also von daher, das wird auch davon abhängen, wo die Messlatte dann letztendlich liegt und wie viele, ich sag mal, Iterationsschleifen es noch brauchen wird, um dann einen Durchbruch zu bekommen. Aber im Grunde genommen, das Potenzial für diese Anbauform ist da. So, und jetzt nochmal ein Blick über den Tellerrand. Ich hatte vorhin auch schon mal gesagt, Südeuropa, so Spanien, das ist ja nun wirklich auch die zentrale Gemüseproduktion, gerade für die Wintermonate in Europa. Da gibt es riesige Gewächshauslandschaften und die haben natürlich auch das Problem mit dem Wasser. Die sind also auch schon vor Jahren auf die Idee gekommen, man könnte ja Bewässerungswasser aus Abwasser aufbereiten und wir haben jetzt eben auch im Austausch mit Kollegen in Spanien gesehen, dass sie auch durchaus schon im hydroponischen System so etwas einsetzen. Also man kommt so langsam auf die Idee, das ist ein guter Ansatz und die Aufmerksamkeit, also wir haben das gemerkt, welche mediale Aufmerksamkeit dieses erste Projekt bekommen hat. Also sowas habe ich noch nie in meiner wissenschaftlichen Laufbahn gemerkt oder festgestellt, dass ich irgendwie Presse, Rundfunk, Fernsehen so für ein Thema interessieren wie dieses. Also die sind uns quasi die Bude eingerannt und haben gesagt, wann sehen wir endlich die großtechnische Implementierung, wann können wir wiederkommen. Also ein Interesse gibt es und ein Bedarf auch und wie schnell das funktioniert, wird sich dann zeigen. Ich glaube, Anreizpunkte gibt es viele, aber ich habe es eben auch an anderen Beispielen gezeigt, manche Dinge brauchen eben ziemlich lange, bis sie in der Praxis ankommen. Wir tun alles, um Gas zu geben. Ich hoffe, der institutionelle Rahmen macht mit. Ja, auch von mir nochmal vielen Dank für den Vortrag. Ich frage mich aktuell um vor allem die Stoffe, Sie hatten es als grüne Kategorie, nenne ich es mal, um Spurenelemente, chemische Rückstände. Wie werden die denn aktuell aus unseren Abwässern herausgefiltert und funktioniert das oder muss man das noch weiter verbessern? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich muss jetzt nochmal fragen, weil Sie eben auch Spurenelemente gesagt haben. Also Spurenelemente sind eigentlich für uns
Stoffe, also Nährstoffe, die nur in geringsten Konzentrationen benötigt werden, von Pflanzen zum Beispiel, die meinen Sie nicht, sondern Sie meinen zum Beispiel Arzneimittelrückstände und so weiter. Das sind für uns Spurenstoffe, genau. Ja, das ist ein ganz wichtiges, großes Thema. Wir wissen, dass viele von diesen Stoffen im Abwasserreinigungsprozess nicht eliminiert werden, einige schon, zu unterschiedlichen Prozentsätzen, dass aber eben ganz viele durchlaufen, zu unterschiedlichen Anteilen. Und einige Bundesländer haben schon vor vielen Jahren angefangen, da Strategien zu entwickeln, also ganz vorne Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, da sind diese sogenannten vierten Reinigungsstufen eigentlich schon ziemlich weit fortgeschritten. Viele Kläranlagen haben das schon und da gibt es im Moment so ungefähr genau zwei Verfahren, die da eingesetzt werden. Das eine ist Adsorption an Aktivkohle, ein Verfahren, was wir eigentlich seit 100 Jahren, sage ich mal, nicht ganz so lange, aber seit Jahrzehnten in der Abwasserreinigung kennen. Wenn nichts mehr hilft bei Organik, dann nimmt man Aktivkohle, das adsorbiert die Organik, die problematisch ist und nicht abgebaut werden kann, dann ziehen wir die raus und dann war's das. Das zweite Verfahren ist eine Oxidation mit Ozon, also ein ganz radikales Oxidationsmittel, was auch an schlecht abbaubare Stoffe, wo die Biologie schlapp macht, drangeht. Das Problem ist nur, dass wir hier meistens mit aus Wirtschaftlichkeitsgründen mit Konzentrationen arbeiten müssen, die eben nicht ausreichen, um alles durchzuoxidieren. Das heißt, man hat also festgestellt, dass man zum Teil Metabolite damit erzeugt, die biologisch wirksamer sind als die Ausgangsarzneimittelstoffe, die man eigentlich raushaben wollte. Funktioniert aber trotzdem in gewisser Weise und eine Kombination, die viele machen, ist erst eine Ozonierung und dann eben eine Aktivkohle. Wir haben natürlich bei uns auch das Thema Spurenstoffelimination und wollen die quantitativ rausholen und arbeiten jetzt auch seit 20 Jahren im Grunde genommen an dem Thema Aktivkohle dran, aber eben nicht als Einwegsystem, also nur Adsorption und wenn die voll ist, raus, sondern wir arbeiten mit Aktivkohle-Biofiltern. Das heißt also, wir züchten Biofilme auf der Aktivkohle. Die Aktivkohle adsorbiert, so zumindest die Modellvorstellung, diese Spurenstoffe. Dadurch haben wir eine lokale Konzentrationserhöhung. Die Bakterien können sie plötzlich abbauen, das, was sie in der normalen Kläranlage nicht können. Und damit werden neue Adsorptionsplätze frei. Also wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und die haben wir, das war im Prinzip das Kernstück in der ersten Pilotierung und das ist jetzt auch das Kernstück bei der großtechnischen Umsetzung. Wie das weitergeht, ich glaube, das wird nicht mehr lange dauern und es wird in Deutschland in der Fläche ausgerollt, dass die meisten Kläranlagen, zumindest größere, auch in Niedersachsen, auch Braunschweig wird sowas bekommen, eine Spurenstoffelimination bekommen werden. Ein weiteres Problem, was wir jetzt nicht adressiert hatten, was vielleicht noch ein bisschen größer sein könnte oder ist sicherlich von der Bedeutung, ist das Thema Antibiotikaresistenzen, weil wir natürlich in Kläranlagen auch riesige Bioreaktoren haben. Wenn viele Bakterien mit Arzneimitteln, also gerade Antibiotika, zusammenkommen, entsteht einfach ein Selektionsdruck, der die Ausbildung von Antibiotikaresistenzen begünstigt. Auch das ist ein Thema, was im Moment sehr stark in der Diskussion ist und wir wissen alle, was uns bevorsteht, wenn unsere Antibiotika eben nicht mehr wirken, weil die Bakterien Redundanzen ausgebaut haben oder aufgebaut haben. Ne, also das ist auch noch ein Thema und ein paar andere gibt es auch noch, das habe ich jetzt mal eben so noch mit reingeschoben. Aber das ist kein Thema, was jetzt explizit was mit der Wasserwiederverwendung zu tun hat, sondern das ist ein grundsätzliches Problem, was in diesen großen Bioreaktoren eben entsteht. Hier in der Mitte vorne ist noch eine Frage. Sie hatten das Klopapier erwähnt. Gibt es noch andere Möglichkeiten, gleich an der Quelle sozusagen die Stoffe wegzunehmen? Sie meinen eine Alternative, als das Klopapier ins Klo zu spülen? Nein, auch ob man das P und das N sozusagen gleich an der Quelle irgendwie eliminieren könnte.
Ja, also das eine wäre eben, den maßgeblichen Verursacher des NOPs im Wasser abzutrennen, nämlich Urin. Dafür gibt es auch wasserlose Urinale zum Beispiel, dafür gibt es Trenntoiletten und so weiter, die das können. Also das wäre die eine Option. Verfahren, die jetzt quasi direkt in der Kloschüssel schon die reinen Elemente raus extrahieren und das, was überbleibt, dann wieder mit dem Abwasser in Richtung Kläranlage transportieren, sind mir bisher nicht bekannt, aber natürlich kann man auch über sowas nachdenken. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet. Okay. Dankeschön. Sie hatten sich am Anfang über Klopapier quasi echauffiert. Das war nämlich am Anfang auch direkt meine Frage. Was ist denn die Alternative? Irgendwelche Wasserlösungen, um sich zu reinigen? Oder was ist da Ihre Lösung? Also erstmal wollte ich mich darüber nicht echauffieren, sondern einfach mal bewusst machen, was es bedeutet, einen festen Abfall auf diese Art und Weise zu entsorgen. Ja, und ich habe das mal, mir mal Spaß gemacht, das mal durchzurechnen. Also das kostet ungefähr so schätzungsweise 500 bis 600 Euro pro Tonne, um das Klopapier auf diese Art und Weise zu entsorgen. So, für einen Abfall, der eigentlich recht trocken ist und gut brennt und mit dem man noch Energie erzeugen könnte, ist das eine ziemlich teure Art der Entsorgung. Ich finde, das kann man sich einfach mal überlegen und mal vor Augen führen, ist uns das wert, das so zu machen. Völlig wertfrei, ich werte das nicht. Es gibt, natürlich gibt es Alternativen, es gibt also Länder auf dieser Welt, wo Toilettenpapier irgendwie eBay und gar nicht so angesagt ist, wo man eben die Reinigung über Wasser macht, ja, das gibt es. Und es gibt auch Länder auf dieser Welt, wo man angehalten ist, das Toilettenpapier eben nicht ins Klo zu schmeißen, sondern in Eimer daneben, weil, wenn man das ins Klo schmeißt, die Sickergrube verstopft. Und wenn dann alle paar Monate jemand kommen muss, ein Handwerker, und das Ding wieder leersaugen muss, dann wird das ziemlich teuer. Und das ist eine ganz einfache disziplinarische Maßnahme, die Menschen dazu veranlasst, sowas zu machen. Dafür muss man in Europa gar nicht so weit von hier aus sich wegbewegen, um solche Beispiele zu finden. Also das gibt es. Ne? Das ist nicht aus der Welt und das ist auch nicht eBay und nichts, das funktioniert. Das wird dann mit dem Hausmüll entsorgt. Die Frage ist eigentlich, gibt es eine Akzeptanz dafür, gibt es ein Bewusstsein dafür, möchte man das machen oder möchte man einfach bei dem bleiben, was man so gewohnt ist. Das hat eben auch wieder viel mit dem Thema Akteursdialog, Akzeptanz, Governance zu tun. Ja? Wir sind einfach in tradierten Mustern, wobei wir in anderen tradierten Mustern sind als andere Gesellschaften. Und wie kommt man da raus? Oder muss man da rauskommen? Aber wenn man was anders machen möchte, dann muss man sich bewegen. Also ich bringe immer ganz gerne in der Vorlesung, wenn ich diesen Gedanken End-of-Pipe-Technik und Degradationsprinzip und diesen Aspekt Stoffstromtrennung bringe, die Analogie zur Abfallwirtschaft. Ich kann mich noch daran erinnern, dass Anfang der 80er Jahre oder Ende der 70er, als das Thema Recycling langsam aufkam, ja, Papiertrennung, Glastrennung, da haben die Leute gesagt, das wird nicht funktionieren. Man wird die Leute nicht dazu kriegen, ihren Müll auf Haushaltsebene zu trennen und dann irgendwo hinzugehen und da das Glas und da das Papier, über andere Dinge hat man noch gar nicht gesprochen, da einzuwerfen. Was ist die Realität? Wir machen es alle seit Jahrzehnten. Über die Trennschärfe können wir streiten, das kann man besser machen, aber es funktioniert. Man hat damals gesagt, das geht nicht, weil die Leute nicht mitmachen. Das ist ein Lernprozess. Ich kann dazu vielleicht direkt sagen, wir waren die letzten 3 Wochen in Indien über so ein Uni-Projekt. Und das klingt vielleicht komisch, aber eins der wenigen Sachen, die ich wirklich vermisse, ist die Po-Dusche, die die haben. Ich habe dich akustisch nicht verstanden. Die Po-Dusche. Ja, ja, ist doch gut. Ja, das also, aber das diese ist, Erfahrung das muss man machen. Und also wir haben da viel darüber diskutiert, wie muss das Klo aussehen, was den Leuten einen Mehrwert bietet, was Spaß macht und einen Vorteil schafft. Ja?
Der Rest des Klos sieht tatsächlich nicht so schön dort aus, aber ja. das haben die irgendwie, ich meine, Klopapier ist da tatsächlich unhygienisch eher, hatte ich ja. so das Gefühl. Und ja. das ist ja auch in Japan oder irgendwelchen ostasiatischen Ländern ist es ja, ja auch mittlerweile. Also ja. ich kann nur dazu ermutigen, das auch mal zu probieren. Ich höre zunehmend, dass sich die Erkenntnis durchsetzt und auch im deutschen Markt zunehmend Hightech-Toiletten angeboten werden, die genau solche Serviceleistungen bieten. Ja, ich glaube, das waren die Fragen. Vielen Dank für die rege Beteiligung. Ich habe jetzt noch ein paar Sachen zur nächsten Woche zu sagen, und zwar ein kurzer Teaser. Nächste Woche geht es mit dem Thema Wasser weiter. Genauer gesagt geht es dann um die Frage, woher die Bäume eigentlich ihr Wasser bekommen und wie sich das im Klimawandel verändern wird oder kann. Und jetzt eine wichtige Info zu diesem Vortrag, denn der Referent für nächste Woche, Dr. Matthias Bayer, muss den Vortrag aus terminlichen Gründen leider in den digitalen Raum holen. Das heißt, wir treffen uns auf WebEx höchstwahrscheinlich. Auch dort gilt natürlich die Anwesenheitspflicht und die Erinnerung daran, also dass Sie nächste Woche nicht hierher kommen. Und auch den Link schicke ich Ihnen dann noch per E-Mail. Das heißt, bis nächste Woche dann im digitalen Raum. Einen schönen Abend noch.